erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Jetzt habe ich auch noch meinen Stuhl vergessen. Dann machen wir es im Stehen. Und heute wieder eine Zuschauerfrage. Es geht um Fadenalgen. Und die Frage kommt von Ursula. Hallo Ursula, wir haben uns ja persönlich bei Philipp kennengelernt. Hallo Martin, danke für den Blog sowie persönliche Informationen. War super, nur zu kurz und weiter so. Das war eben das Treffen bei Philipp. Ist es möglich, wenn Koi aus einem Teich mit Fadenalgen in einen anderen Teich kommen, die Sporen von den Algen im Darm mitnehmen? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Gruß Ursula. Ja, liebe Ursula, ich kann dir nicht sagen, ob die Algen das überleben. Aber wenn wir im Sommer, sagen wir ab Juni, Shipments haben von der Konishi Koi Farm und die Fische hier auspacken, dann haben wir immer mal wieder eine Box dabei, wo das sieht wirklich aus wie so Ziegenscheiße, Schafscheiße, so kleine, runde, grasgrüne Kügelchen drin haben und das trotzdem, dass die Koi ausgenüchtert wurden. Was ist passiert oder was passiert in so einem Fall? Ganz einfach, die Koi während der Ausnüchterungsphase fangen an, von den Wänden die Algen zu fressen und die bringen sie dann natürlich mit nach Deutschland. Jetzt ist natürlich die Frage, und die kann ich nicht beantworten. Kann man diese Algen wieder anzüchten? Kann man also so Algen von A nach B verschleppen oder nicht? Das kann ich nicht beantworten, ob es da jetzt irgendwelche Enzyme im Darm gibt oder sonst irgendwas, die dafür sorgen, dass die Algen absterben. Also das weiß ich nicht, aber ich halte es schon für möglich, dass das möglich ist. Was kann man dagegen tun? Ganz einfach, die Fische vor dem Transport in ein separates Becken, wo garantiert keine Algen sind, und dann einfach 3-4 Tage warten, bis die Koi wirklich ausgenüchtert sind. Und dann ist da die Wahrscheinlichkeit, geht dann meines Erachtens gegen Null. Und genau das ist, was die Konishi Koi Farm tut ab Mai, Juni, dass bevor die Fische verschickt werden, werden die Becken geputzt oder man hat Becken vorbereitet, wo die Wände wirklich sauber geputzt sind. Und dann werden die Fische, die fürs nächste Shipment vorbereitet werden, werden in diese Becken gesetzt, um ausgenüchtert zu werden. Weil auch die Algen natürlich, wir haben jetzt da noch keine Probleme gehabt, dass wir sagen, oh, die Fische sind schlecht gestanden oder es waren tote Fische im Transportbehälter, wo die Algen drin waren. Das können wir jetzt so nicht sagen, aber es ist natürlich immer besser, wenn das Wasser kristallklar ist nach dem Transport. So, Ursula, also das ist die Möglichkeit, die Fische vorher separieren, in ein separates Becken tun, wo garantiert keine Algen drin sind. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und ich hole mir jetzt einen Stuhl, weil ich will ein paar Blogs machen. Schauen Sie mal wieder rein und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie sie uns. Danke, ciao.